Ja, ich bin jetzt hier bei der Spiel des Jahresverleihung und ja, hinter mir sieht man schon Luxor aufgebaut, hier vorne auch. War ja zum Spiel des Jahres nominiert, hat leider nicht den Preis gewonnen. Rüdiger Dorn, der Autor, musste leider schon sehr schnell abreisen, aber ich habe hier einen der Redakteure, der das Spiel mit betreut hat neben mir, der Ulrich. Hi Ulrich. Hallo. Ja, auch erst nochmal herzlichen Glückwunsch an dich natürlich für die Nominierung von Luxor. Und inwieweit warst du jetzt eigentlich als Redakteur noch mit bei dem Spiel mit beteiligt? Was war jetzt noch so? Man hat es ja vorhin so ein bisschen gehört, dass es vorher ein ganz anderes Thema war. Irgendwas mit Affen und so weiter habe ich gehört. Was hat man als Redakteur wirklich dann noch zu tun, um dann wirklich so ein fertiges Spiel dann zu produzieren, wie es dann jetzt auch hier steht? Also tatsächlich haben wir zunächst eine Affenbande vor uns gehabt, einen Kurs, der von A nach B ging, durch den Dschungel, wo Affen auf Felder gingen, die dann für mehrere Affen freizuschalten waren. Das Prinzip war schon da, auch das Prinzip mit den Karten war schon da. Nur das Thema Affen hatte uns nicht so gepasst, weil auch Affen die Pokale zum Affenkönig bringen, war jetzt nicht das, was wir uns so vorgestellt haben. Wäre auch, glaube ich, ein bisschen komisch gewesen. Ja, sie hätten auch gar nicht so viele Pokale tragen können, glaube ich, also so grundsätzlich. Mit Bananen wäre es vielleicht gegangen, aber dann wäre es schon sehr kinderspielmäßig geworden. Nein, also wir haben uns überlegt, wo man eben solche Schätze aufsammeln kann und wo man irgendetwas mitnimmt und mit mehreren Personen das Ganze macht. Letztendlich ist der quadratische Plan und die Pyramide mit dem quadratischen Grundriss so ein bisschen da reingekommen. Auch das ja durchaus Ägypten-Feeling. Queen Games hat ja nur einige Spiele in Ägypten schon platziert. Stimmt, ja. Theben, Kairo, das letzte fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und von daher geht das schon. Aton war das letzte noch, jetzt habe ich es wieder. Dass uns das auch ein bisschen gefällt, das Setting, das muss man auch sagen. Und so sind wir letztendlich auf die Forscher, auf das Abenteuer, auf die Pyramiden gekommen. Ja, passt definitiv wesentlich besser. Also das ist wirklich sehr rund. Wie lange hat ungefähr so die Entwicklung gedauert? Also wann kam Rüdiger, sag ich mal, da zu euch? Und wie lange hat es denn gedauert, bis dann jetzt, es kam ja zur Spielwarenmesse in Nürnberg, da war es ja schon so gut wie fertig. Wie lange ist so der Zeitraum gewesen? Da muss ich jetzt gerade überlegen. Das war Nürnberg 2018. Wir haben das nach Essen 2016 gespielt. Also wir haben ein gutes Jahr das Ganze gehabt. Es ging für uns relativ flott, weil wir das Potenzial auch erkannt haben. Und gute Familienspiele sind nicht so häufig am Markt zu finden. Vor allem nicht, wenn Autoren die einem zutragen. Da gibt es viele, die sehr, sehr viel mehr auch verlangen vom Spieler. Aber das einfache Familienspiel für die Familie, wie wir sie noch kennen, da gibt es nicht so viel. Und da haben wir dann auch gleich zugegriffen, insbesondere der Kartenmechanismus und dieser Plättchen-Einfangmechanismus war für uns ideal und so haben wir denn das genommen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, schade, Rüdiger Dorn war ja jetzt wirklich schon mehrfach für den Spiel des Jahrespreis nominiert, dass es wieder nicht geklappt hat. Mein persönlicher Favorit oder eher gesagt mein Wunschfavorit war es definitiv gewesen. Es war aber irgendwo schon klar, dass es natürlich Azul wird. Den Kennerspiel des Jahrespreis hat er schon. Ich hoffe, dass es dann vielleicht dann auch nochmal klappt. Vielleicht mit einem weiteren Spiel aus dem Luxor-Universum, da gibt es ja irgendwie schon was ihr da in petto habt, oder? Also ja, wir arbeiten weiter mit Rüdiger Dorn zusammen. Wir haben ein kleineres jetzt schon raus, Expedition Luxor, eine neue Auflage von seinem alten Raubritter. Wir haben eine Erweiterung dann hoffentlich in Essen am Start. Und wir haben auch noch ein, zwei andere Pläne mit Rüdiger, um dieses Genre Familienspiel, leichtes Kinderspiel weiterhin auch bei uns zu haben. Rüdiger ist einfach ein toller Autor, für den es mir auch leid tut, weil er wirklich vielfach jetzt schon nominiert war. Karuba war ein klassisches Spiel, was es 100% verdient gehabt hätte. Auch Las Vegas hat es ja leider nicht bekommen, für uns Gott sei Dank, weil Kingdom Builder ist es in dem Jahr geworden. Wir waren der Konkurrent. Stimmt. Ja. Aber auch andere Spiele. Ich habe immer gesagt, Dorn fliegt so ein bisschen unterm Radar. Mit Goa, mit Händler von Genua, mit vielen anderen Spielen, Arcadia und was alles. Ja. Was Jumbo alles schon hat. Jumbo auch. Also überall, wo man einem nicht einfällt, wer es war, dann war es wahrscheinlich Rüdiger Dorn. Also das ist schon stimmt, toll. Ja. Und insofern freuen wir uns, dass er da ist. Ja. Und dass wir noch ein, zwei Sachen haben wir, glaube ich, jetzt in der Pipeline, die dann in den nächsten Jahren rauskommen. Aber grundsätzlich möchte ich auch sagen, herzlichen Glückwunsch an Michael Kiesling. Das ist ja nun
auch einer, der es verdient hat, der ja auch schon über Jahre ohne Zweifel bringt. Insofern ist das dann auch, auch ein verdienter Sieger. Also ganz klar, wir haben es ja gewusst seit Herbst, dass da ein sehr gutes Spiel ist. Und ein Autor, der immer sympathisch ist und für mich auch noch einer von den älteren klassischen Autoren ist. Und von daher hat er jetzt noch mal ein sehr gutes rausgehauen. Und von daher ist es, wir sind nominiert, wir sind unter den letzten dreien. Das war der Anspruch und wir haben gegen einen Favoriten verloren oder auch nicht verloren, aber wir sind dann knapp dahinter geblieben. Und von daher alles gut. Eben, also eine Nominierung ist ja jetzt auch nichts Schlechtes in dem Sinn. Ja, zur Erweiterung haben wir uns ja gestern auf der BerlinCon schon ein bisschen unterhalten. Da werde ich dann separat auch nochmal ein bisschen darüber berichten. Da gibt es auf jeden Fall ein paar spannende Ideen. Ja, dann Ulrich, vielen Dank auf jeden Fall für die paar kurzen Worte und nochmal herzlichen Glückwunsch für die Nominierung für Luxor zum Spiel des Jahres. Ja, vielen Dank.